Einen legitimen Nutzen hat die Gesichtserkennung vor allem im Bereich der Exekutive. Straftäter können dadurch leichter und schneller gefasst werden, so Walter Seeböck, Leiter im Department für E-Governance an der Donau-Universität in Krems. Dort, wo die technischen Möglichkeiten bestehen und den Exekutivkräften assistierend zur Seite stehen können, werden diese Technologien existieren und eingeführt werden. Das hat weniger mit dem Verhalten der Menschen zu tun und mehr mit der Möglichkeit, die Technik einzusetzen. Auch im Alltag birgt die Gesichtserkennung Vorteile, doch das hat seinen Preis. Und ich sage nicht, dass in jedem Fall Gesichtserkennung per se negativ ist. Wenn Sie an Ihr Mobiltelefon denken, werden Sie dort möglicherweise auch die Gesichtserkennung oder biometrische Merkmale verwenden, um das Ding zu entsperren. Sie geben also im Bereich der Bequemlichkeit einen Teil Ihrer Sicherheit ab. Das muss Ihnen dann auch klar sein. Dieser technologische Fortschritt wirft vor allem in Europa die Frage auf, wer die Gesichtserkennung und Überwachung tatsächlich verwenden darf und wofür. Ich denke, der Weg, den die gerade Europa in diesem Bereich geht, ist ein gesunder Mittelweg. Für diejenigen, denen die Digitalisierung nicht schnell genug gehen kann, ist es natürlich ein schrecklich bürokratischer Koloss, der sich da bewegt. Für diejenigen, die ohne dies ein bisschen Respekt vor der Zukunft haben, Respekt vor der umfassenden Überwachung haben, ist das aus meiner Sicht ein sehr vernünftiger Weg, sich hier zusammenzusetzen und gemeinsame Spielregeln zu erlassen, unter welchen Gesichtspunkten eine Gesichtsüberwachung und eine Kameraüberwachung durchgeführt werden darf und wo das zu unterbleiben hat. Allerdings wäre das ganz hübsch, wenn das im Rahmen von Gesetzen und Verordnungen stattfindet, zu denen man sich entschließt und nicht vom Staat vorgegeben wird, ohne dass die Bevölkerung etwas mitzureden hat. Und da würde ich schon einen gewaltigen Unterschied festmachen. In jedem anderen Fall muss man allerdings schon sagen, dass es jedem klar sein muss, dass jeder Schritt, den man in der Beweglichkeit gewinnt, in der Freiheit verloren gehen wird. Die Angst vor der totalen Überwachung ist aktuell noch unbegründet, auch wenn der technologische Fortschritt nicht stehen bleibt. Also wir brauchen in Europa nicht vor Angst erstarren, dass wir grenzenlos überwacht werden, aber die Technologie ist da, es wird durchgeführt werden, aber in Europa wird es im Rahmen von Gesetzen und Spielregeln durchgeführt und nicht wahllos.